Willkommen zurück zu Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Weiter geht es im Quittenturm mit 4-2 und wir wollen jetzt den Turm hinaufklettern. Mal gucken, ob wir jetzt den Turm hinaufklettern oder ob wir entsprechend was anderes machen. Was? Wir sind oben? Don't you have enough? Ah, you want the Dragon Balls to save Upa's father. You'll need to beat that assassin Tao first, though. Yeah, and that's why I want some of that water. And you shall have it. But can you drink it at all, though? What? Does it taste really bad or something? Not really. You just have to get past me first. Why'd you take the jug away for? If you want the sacred water, just take it from my paws. Na, geht jetzt die Verfolgungsjagd los? Nee. Oh, what a shame. Care for another workout then? That bag has my Dragon Ball inside. Then you better go get it. What'd you throw it out like that for? Better hop to it. Don't want someone else finding it, huh? Verdammt, was macht diese Katze da? Wenn diese Red Ribbon Typen noch einen Schlag landen, sind wir in Schwierigkeiten. Vermutlich ist er irgendwo hier hingefallen. Vielleicht hat ihn jemand mitgenommen. Na, ich sollte anfangen, ihn zu suchen. Okay. Mal wieder ein normales Level. Waren jetzt zwei Parts nicht so. Ah, oh, blöder Wolf hier. Oh, jetzt komm her, ja. Die Musik ist sehr düster. Doch Nacht. Ah, da ist nichts drin. Gut, er ist eigentlich nur ganz kurz runter und dann ist er wieder hoch, aber ja. So. Und hier. Oh, ernsthaft? Die Wölfe halten ganz schön viel aus, ne? Oh. Hier schnell rüber. Hier runter. Okay. In dem Tempel war er aber nicht, möchte ich an der Stelle ganz kurz erwähnen. Aber okay, gut, kann man ja machen. Man möchte natürlich auch ein bisschen was im Leveldesign darstellen, aber ich muss halt sagen, ich finde es schade, weil man könnte das alles wirklich so schön verpacken in der Story. Wenn das dann so gehandhabt wird, ist das halt wirklich sehr schade. Weil die Story wirklich so schön ist, so teilweise auch herzbewegend, finde ich. Gerade das mit Upas Vater. Wow. Eigentlich war das doch ein guter Geist und kein böser Geist, oder? Es war doch der von der alten Hexe. Uranai Baba. Aber gut. Dann sind halt diese Geister jetzt hier auch noch böse.
Oh nö. Cool, und nehmen möchte ich jetzt noch meinen Kater hoch. Für den habe ich jetzt aber gerade mal keine Zeit. Ah, shit. Schnell durch hier. Jawoll, ja. Hallo, ich stehe davor. Eine Granate gefunden. Das ist die Granate, mit der später Son Goku Tao Bai Bai besiegen sollte. Also, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich hier irgendwas spoiler oder so. Und wenn ja, dann Schande über mein Haupt. Sorry, wird hier eh nicht hundertprozentig wiedergegeben. Was ich ehrlich gesagt schade finde. Und weg mit dir. Die Seni will ich haben. Wie gesagt, ich kenne diesen Tempel hier gar nicht. Irgendwie ansatzweise aus den Storys, ja. Und tschüss mit dir. Boah. Ich mir gerade die Frage, kann ich da runter? Nee, kann ich nicht, ne? Nee. Oh, wie wollen wir wetten, dass jetzt hier wieder Gegner kommen? Und damit dir weg. Oh nein. Komm hoch. Hoch, hoch. Nein. Gut, 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 gut. Durch, 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 durch. Hier muss man einfach nur Geduld haben. Das war einfach doof von mir. Toll, eine leere Krug. Ein Schlauchlevel. Das finde ich halt ein bisschen schade. Finde ich ehrlich gesagt schade. Man hätte so viel daraus machen können. Also... Ich bin wirklich keiner, der irgendwie negativ über Spiele redet, weil manche machen sich da auch wirklich Gedanken drum. Aber das ist wirklich ein Schlauchlevel. Das hätte man viel schöner machen können als draufklettern auf den Quittenturm. Ein bisschen anderes Setting. Statt hier dieses Suchen nach dem Dragon Ball. Oder selbst so ein Minispiel wäre da interessanter gewesen. Also ist jetzt meine Meinung. Ihr könnt mir ja selber mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch das vorgestellt hättet. Vielleicht. Vielleicht sagt ihr sogar, okay. Muss ich gar nicht drüber laufen. Okay. War jetzt irgendwie auch total unnötig dann diese Stelle, oder? Mit den Stacheln. Und hier rüber. Ja, ist klar. Hallo. Ach, egal. Ein Reiskocher. Der ist wichtig später noch. Okay, hier diese Dinger sehen auch so total 2D-Sprite-mäßig aus. Überhaupt nicht so passend, finde ich, aber gut. Und schön konzentrieren, konzentrieren. Achso. Jo, wenn man nicht stoppt, dann ist man selber schuld. Nein. Ach Mann, ich wollte da oben hin. Hey, das ist dieses Balk. Ich dachte, Tao hätte ihn getötet. Red Ribbon-Typen. Ihr seid also verantwortlich. Der Dragon Ball gehört mir. Gebt ihn sofort zurück. Und tschüss, Jungs. Na komm. Und weg mit dir. Danke. Was passiert jetzt? Wow.
Mann, ein anderer Boss, als man erwartet hätte. Und guck mal, wie schön der sich da durchglitscht. Bist du der mit dem Dragon Ball? Okay, ich hoffe, du bist bereit. Tschüssi. So. Nächster. Pff, niemand hat Großvaters Ball. Wer zum Teufel hat ihn dann? Na gut, ich schätze, ich werde ihn hier drin suchen. Klingt schon ein bisschen wie bei Counter-Strike, oder? Ja, das war dann das nächste Level. Wie gesagt, die Story weicht extrem ab, finde ich gerade. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trot rein. Tschüss.